75 Jahre alt, 141 Meter hoch und mitten im Herzen Hannovers gelegen. Der VW Tower gehört für viele zum Stadtbild Hannovers, wie Ernst-August-Denkmal und das Anzeigerhochhaus. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Der Turm ist baufällig und der wirtschaftliche Nutzen für den Eigentümer VW-Nutzfahrzeuge nur noch sehr gering. InteressentInnen für eine Nachnutzung gibt es nur wenige. Doch genau dafür wirbt nun die Initiative Der Gute Turm mit einer Ausstellung im Aufruf. Für mich ist es der zentrale Ankommenspunkt, wenn man in Hannover wieder hochkommt aus dem Bahnhof auf den Bauch der Stadt, dass man dann sieht, wutsch, da ist man wieder mitten in der Stadt, wieder zu Hause. Ich denke, der Turm gehört zu Hannover und wenn man den erhalten kann, dann sollte man das auch tun. Und wie gesagt, ich glaube, der Turm hat ganz viel Potenzial, um auch wieder viele Menschen in die Stadt zu holen. Die Ideen, wie man dem Turm ein zweites Leben einhauchen konnte, sind dabei zahlreich. So wird unter anderem über die Möglichkeiten Gastronomie, Aussichtsplattform und Coworking Space nachgedacht. Aktuell im Vordergrund steht aber die Nutzung als Werbefläche mittels Lightmapping sowie die Entwicklung zu einer exklusiven Konzertlocation. So sind zumindest die Vorstellungen von Kreativunternehmer Daniel Flieger, dem Gründer der Initiative Der Gute Turm. Die Hauptidee der ganzen Geschichte ist, dass wir den Diskus oben, also die Hauptveranstaltungsfläche, wirklich zu einer Veranstaltungsvenue umfunktionieren, wo im Schnitt einmal im Monat ein großes Konzert stattfindet, groß im Sinne von der Künstler, der dort auftritt, ist groß, also wirklich auf Weltniveau, Paul McCartney, Ed Sheeran und so weiter. Und es muss aber ein kleines, intimes Wohnzimmerkonzert sein, weil da passen vielleicht so 200 Leute oben rein. Das heißt limitiert. Und der Gedanke ist, dass man sich die Tickets dafür nicht wird kaufen können, weil dann müssten die viele tausend Euro kosten, dann wäre es eine Elitenveranstaltung, das wollen wir nicht, sondern die wird man nur gewinnen können über eine, sagen wir mal, Turmlotterie. Das Los heißt das bedeutungslos. Das kann sich jeder leisten, weil es wird so zwischen 2 und 3 Euro im Monat kosten. Die aus Werbung und Konzerten generierten Einnahmen sollen dabei nicht ausschließlich zur Finanzierung des Turms genutzt werden. Rund 45% sollen an soziale Projekte gehen. Doch auch so gut wie die Ideen sein mögen, eines steht fest. Das Ganze wird sehr teuer werden. Also der Turm selber kostet nicht so viel, aber wenn man ihn dann an der Backe hat, kostet er im laufenden Betrieb eine ganze Menge. Das ist etwa 1 Million Euro pro Jahr an Unterhalt und Verkehrssicherheit. Aber dann kann man ihn noch nicht wirklich nutzen. Um ihn nutzbar zu machen für das, was wir vorhaben, rechnen wir mit etwa 50 Millionen Euro, die investiert werden müssen. Die teilen sich auf 23,5 für die Sanierung. Um ihn wirklich nutzbar zu machen, um oben Veranstaltungen durchzuführen, wie wir vorhaben, braucht es einen anderen Brandschutzstandard, es braucht eine Belüftung, es braucht sanitäre Anlagen. Also da muss von Grund auf der Turm entwickelt werden. Und die Sanierung ist auch bitter nötig. So löste sich etwa im Jahr 2020 ein Betonteil von der Größe eines Backsteins aus dem Turm und verfehlte einige PassantInnen nur knapp. Die Stadt Hannover unterstützt den Erhalt im Grundsatz, möchte sich aber Stand jetzt finanziell nicht daran beteiligen. Die Stadtkasse ist bekanntermaßen nicht ganz so gut gefüllt im Moment, aber vielleicht gibt es, also die Stadt hat angeboten beispielsweise, dass sie als Kommune bestimmte Fördertöpfe abfragen wird. Und das ist natürlich auch eine großartige Form der Unterstützung. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Telemoritz wird im Oktober diesen Jahres fallen. Bisher habe man bereits über 2,5 Millionen Euro an Zusagen gesammelt und auch VWN würde sich mit Mitteln in Höhe der Abrisskosten beteiligen. Und trotzdem, die Herausforderung bleibt. Bis Ende September fehlen noch etwa 11 Millionen Euro und auch der Abriss bleibt für den Autobauer weiterhin eine valide Option.